Servus, liebe Whisky-Freunde. Heute will ich euch mal wieder einen Highland Whisky vorstellen, und zwar einen Whisky aus dem Tal der Wildgänse. Und zwar ist es der Glengoyne Legacy Chapter 3. Bleibt bitte dran, wir sehen uns gleich. Herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde. Willkommen auf meinem Kanal Schorns Whisky-Ecke. Heute zum Dienstag wieder Sample-Zeit. Und da will ich euch heute mal den letzten aus dieser Time Capsule-Sammlung von Glengoyne vorstellen. Hatte ich euch schon den 12-Jährigen und den 18-Jährigen vorgestellt. Und heute ist mal der dran ohne Altersangabe. Und zwar ist es aus der dreiteiligen Legacy-Serie der Chapter 3, also Kapitel Nummer 3. Damit ist diese Legacy-Serie auch letztes Jahr beendet worden. Und ja, Glengoyne sage ich euch nicht mehr so sehr viel. Südlichen Highlands an der Grenze zu den Lowlands. Unhurried seit 1833, wie es so schön draufsteht. Also unaufgeregte Reifung des Whiskys seit 1833. Und heute ist das ein Whisky ohne Altersangabe. Man weiß also nicht genau, wie alt er ist. Er ist gewidmet, wie jeder aus dieser Legacy-Serie, 1, 2, 3, und dieses Kapitel oder Chapter 3, Chapter 3 ist gewidmet einem Sir Arthur John Tedder. Dieser Herr Tedder hat bei Glengoyne in der Steuerabteilung gesessen, hat also in diesem Büro gesessen, wo heute die Malzannahme bei Glengoyne ist. Wunderschönes Haus. Und er soll, trotzdem er eigentlich nur in der Steuerabteilung gearbeitet hat, sehr bei der Entwicklung, bei der Geschmacksfindung des Whiskys mitgewirkt und daran beteiligt gewesen sein. Und so ist diese Chapter 3 Abfüllung ihm gewidmet. Dieser Whisky ist nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert, sehr, sehr schön und mit 48 Volumenprozenten abgefüllt. Schöne Trinkstärke also und ist gereift ausschließlich in Sherryfässern, aber aus amerikanischer Weißeiche. Also er hat nicht diese kräftige Würzigkeit, die jetzt diese europäischen Eichenholzfässer haben, etwas weniger. Wie gesagt, zum Alter kann man nichts sagen. Diese Serie, also nicht diese Serie, sondern diese Chapter 3-Reihe ist 2022 auf den Markt gekommen. Und wie gesagt, damit ist die Reihe beendet worden. Chapter 1 und 2 kenne ich nicht, kann ich euch nichts dazu sagen. Vielleicht könnt ihr mich ja mal aufklären, ob es da Unterschiede gab. Und ja, wenn, dann schreibt mir das gerne mal. Ich mag Glengoyne gerne, hat also wie gesagt 12 und 18 Jahre euch vorgestellt, hatte auch ganz am Anfang meiner YouTube-Videos mal den 21-jährigen Glengoyne vorgestellt in so einer großen Verpackung. Also wirklich eine Wucht, diese Whiskys, muss man sagen. Er ist ja eher bekannt für, so wie Glenfarclas, ja fast ausschließlich Sherryfass-Reifungen. Gut, mehr hätte ich jetzt nicht. Kommen wir also zum Whisky. Eine schöne, dunkle, goldene Farbe. Ja, leichter Bernstein kann man vielleicht auch sagen. Dann schauen wir mal, was er zu bieten hat. Eine wunderschöne Sherry-Nase schon, die einhergeht mit schönen roten Früchten, aber auch so eine. Ja, so eingelegte Rosinen. Ihr kennt das ja, Weihnachtszeit so. Man legt die Rosinen ein. Allerdings beim Stollen ist es ja im Rum. Das haben wir ja nicht. Also Rum-Aroma habe ich ja nicht in der Nase. Alkohol ist sehr, sehr schön eingebunden. Sticht und kratzt also wirklich nichts. Ja, schon fast ein bisschen so
paar leichte Röstaromen sogar mit. Ja, aber eine wunderschöne, einerseits durchaus auch Malzigkeit, Karamell von dieser amerikanischen Weißeiche, aber eben auch wunderschöne Sherry-Aromen, Sherry-Noten, die ja auch schon fast leicht ins Schokoladige geht in der Nase. Also eine durchaus schöne Nase. Ja, dann wollen wir sehen, was er auf der Zunge kann, das Lunge. Kraftvoll. Da hat er seinen beiden Kollegen hier in dieser Zeitkapsel 12 und 18 Jahre durchaus was voraus. Die sind ja jeweils nur mit 43 abgefüllt. Also die 5% tun dem Whisky wirklich gut, kraftvoll, aber trotzdem relativ, trotz der amerikanischen Weißeiche, würzig. Hat so was von ja, Weihnachtsaromen, so Zimt. Zimtige Noten hat man dann. Und dann kommen wieder die Rosinen durch, Schokolade, ja, Vollmilch, ansatzweise dunkle Schokolade. Durchaus trockener werden jetzt am Mund. Abgang mittellang. Also ein schöner Tropfen. Also im Mund zunächst mal schön, da denkt man ja, ein schöner, leichter, cremiger, öliger Whisky, aber wenn man dann runterschluckt, dann entfaltet er durchaus Kraft. Schöne Lecks laufen hier runter. Ja, und wie gesagt, Weihnachtsaromen, so kandierte Äpfel, zimtige Aromen, bisschen was. Ja, durchaus was Frisches, Anismäßiges und ja, durchaus kraftvoll, würzig und diese Sherry-Noten kommt dann langsam wieder durch. Ja, dunkle Beeren, sag ich mal, Waldbeeren, sowas. Aber ist schon jetzt recht trocken dann am Ende. Muss man sagen. Ja, also ganz jung wird er nicht sein, aber ich vermute mal, älter als 10 Jahre wird er auch nicht sein. Irgend sowas Ende einstellig vielleicht, aber das ist eine geratene Mutmaßung, da will ich also jetzt auch nicht spekulieren. Jedenfalls ein gelungener Whisky von Glengoyne, der durch seine höhere Alkoholstärke im Vergleich zu den sonstigen Standards doch angenehm auffällt. Ihr müsst mal schauen, rausgekommen ist er, glaube ich, mit 70, 69 Euro sowas. Man kriegt ihn hier und da mal noch für Mitte 60, aber unter dem nicht. Das ist natürlich für einen Nas-Whisky schon eine Zahl, aber wie gesagt, der ist gut gemacht. Etwas mehr Alkohol als die sonstigen Standards. Lohnt sich durchaus, wer auf Sherryfass gereifte Whiskys steht, der ist hier gut bedient. Also für Glengoyne ist das schon eine schöne Sache. Deswegen, ja, wer Fan ist von Sherry-Whiskys, der ist hier gut aufgehoben. Ja, ansonsten schreibt mir mal eure Erfahrungen, vielleicht auch Chapter 1 und 2, hatte ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob da die Reifung etwas anders war oder ob das auch genauso Sherry aus amerikanischer Weißeiche war. Vielleicht war 1 und 2 auch in europäischer Eiche weiß. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Schreibt mir das mal. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche und wir sehen uns am Freitag in alter Frische. Bis dahin, euer Schorn.